Okay, ihr Lieben, also das ist so ein Video, ich kann bei diesem Video, glaube ich, nur selber auf die Fresse fallen. In diesem Video geht es um einen Filmkampf, ja, wir reden hier um die Filme, des allerersten Jurassic Park Films gegen den allerersten Godzilla Film. Quasi ein Kampf 1954 gegen 1993. Und ja, ich weiß, auf dem Kanal sind ja Fanlager von beiden Franchises vertreten. Und ich glaube, egal was ich jetzt sagen werde, es wird immer eine Gruppe geben, die einfach dagegen ist. Was vollkommen cool ist, eure eigene Meinung. Wenn ihr aber jetzt unbedingt den Drang danach habt, nach Ausgang dieses Videokampfes irgendwie mit Sachen nach mir zu schmeißen, habt ihr unten in den Kommentaren, da habt ihr ganz oben im Feld so ein Männchen hinterlegt. Das ist der Tomaten-Tobi. Den könnt ihr gerne mit Tomaten abschmeißen, wenn ich irgendetwas gesagt habe, was euch denn zutiefst verletzt. Dann nur raus damit. In diesem Sinne fangen wir jetzt mal an. Godzilla gegen Jurassic Park. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe leider meine allererste Godzilla-Videokassette gerade irgendwie nicht parat gehabt, beziehungsweise habe ich die gerade nicht gefunden. Es mag sein, dass sie noch in irgendwelchen Umzugskartons rumschlummert, aber meine Jurassic Park VHS habe ich noch gefunden. Ich will in das Video vielleicht mal so ein bisschen mit Nostalgiepunkten einsteigen und das muss hier einfach getan werden. Ich finde, das ist nur fair, denn hierbei geht es um meine Meinung. Das ist jetzt kein sachliches Video. Warum ist dieser Film objektiv besser als dieser Film? Ist eben auch sehr schwer, weil es zwei unterschiedliche Franchises sind, die eben zu komplett unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Trotz allem will ich hier schauen, dass ich das Alter der verschiedenen Filme dann zurücknehme, wenn es irgendwie möglich ist. Will aber trotz allem einen Nostalgiepunkt vergeben. Und der geht natürlich am Anfang erstmal an Jurassic Park. Ja, ein paar von euch wissen es vielleicht schon. Mit Jurassic Park habe ich damals meine Kindheit verbracht. Ich habe das Sega Mega Drive Spiel nicht gespielt. Nur bei meinem Bruder, der hat es immer gespielt. Da habe ich immer mit zugeguckt. Aber ich kenne dieses Spiel zumindest im Grunde noch sehr, sehr, oder ich habe es zumindest immer noch sehr präsent vor mir. Wir haben das Ganze auch mal hier im Livestream gezockt. Und ja, Jurassic Park ist einfach eine Sache, die hat mich generell als Kind total begleitet. Durch den Kindergarten hindurch, bis in die Schule. Mit dem lieben Nico von Medienmelage, dessen Kanal ihr auf jeden Fall abonnieren solltet. Den Nico kenne ich schon seit der 5. Klasse. Uns hat Jurassic Park 3 irgendwie auch zusammen dann gebracht als Freunde. Und deswegen ist für mich Jurassic Park logischerweise weiter vorne als Godzilla. Deswegen verteilen wir jetzt hier erstmal einen Nostalgiepunkt. Ganz klar an Jurassic Park. Das ist unfair, mögen jetzt die Godzilla-Fans schon auf der einen Seite schreien, aber wartet mal ganz kurz ab, denn wir müssen auch noch einen weiteren Punkt vergeben und auch dieser Punkt muss vergeben werden. Ich erkläre auch gleich wieso. Und zwar bekommt Godzilla noch einen ganz klaren Punkt von Anfang an, deswegen, weil ohne Godzilla hätten wir Jurassic Park, wie wir es bekommen haben, nie bekommen. Steven Spielberg selber ist ein bekennender Godzilla-Fan und weist selber in allen möglichen Interviews immer wieder darauf hin, dass er von der Tricktechnik damals extrem beeindruckt war. Und ja, Godzilla ist natürlich ein extrem alter Film, auch noch in Schwarz-Weiß. Und auf das Schwarz-Weiß kommen wir auch noch zu sprechen. Allerdings muss man hier auch wirklich so fair sein, dass Godzilla bereits die Technik angewandt hat, die Steven Spielberg später perfektionieren konnte, aufgrund, naja, der fortschreitenden Technik, die eben der Regisseur von Godzilla, ich werde sie gerade mal einblenden, auf jeden Fall, die dieser Mann eben nicht zur Verfügung gehabt hat. Godzilla macht allerdings eine Sache, die Steven Spielberg nahezu kopiert hat. Und wie gesagt, Steven Spielberg betont das selber in allen möglichen Making-ofs zum allerersten Jurassic Park-Film, wie sehr er die Godzilla-Filme eigentlich mag. Also zumindest die ersten zwei Godzilla-Filme, auf die geht er wesentlich öfter ein. Sowohl Godzilla als auch Jurassic Park bedienen sich nämlich der Technik der Animatronik und aber auch des CGI, beziehungsweise war das im Fall von Godzilla mehr noch das Greenscreen, also ein Greenscreen entdecken. Das war eben früher das große Ding, den Greenscreen aufzubauen. Richtige CGI-Figuren gab es da eben noch nicht. Steven Spielberg hat sowohl im ersten Jurassic Park-Film als auch in The Lost World Jurassic Park 2 Anleihen und Danksagungen an das Godzilla-Franchise bzw. an das Kaiju-Franchise gerichtet. Nicht nur der allererste Godzilla-Film ist für ihn eine Rieseninspiration gewesen, nein, auch der allererste King Kong-Film. Und ja, in Jurassic Park 1 kennen wir, glaube ich, alle die Szene, in der sich das Tor öffnet und Ian Malcolm einfach sagt, was haben die hier zu bieten, King Kong? Dieser Spruch wurde von Steven Spielberg in den Film mit eingebaut, weil er ebenfalls, naja, auch King Kong als Rieseninspiration genommen hat. Und in diesem Videoformat geht es zwar nicht um King Kong, aber nur als ganz kurzer Side-Fact über die ganze Nummer. King Kong ist für das Kino oder für das Kino, was wir später bekommen haben, sogar noch wesentlich wichtiger gewesen als Godzilla. Darum soll es aber hier erstmal nicht gehen. Schauen wir uns dann nochmal The Lost World Jurassic Park 2 an. Auch hier haben wir eine Verneigung an die alten Godzilla-Filme. Der gesamte Part mit dem T-Rex in der Stadt, den gibt es so im Buch nicht.
Den hat sich Steven Spielberg so hinzugedichtet, um eben noch einmal, naja, quasi vor Godzilla zu salutieren. Wir sehen später noch, wie der T-Rex eine Gruppe von Asiaten durch die Stadt verfolgt und die sagen etwas auf Japanisch. Wenn wir das Ganze übersetzen, kommt dabei so viel raus wie, genau wegen so etwas bin ich doch eigentlich aus Tokio abgehauen. Das ist quasi ein Spruch, naja, der implizieren sollte, dass Godzilla bereits in Tokio gewütet hat und jetzt ist hier ein T-Rex und eigentlich wollten die doch genau deswegen flüchten. Das heißt, ja, dieser Punkt an Godzilla ist definitiv fair, weil der Film, den Weg zu unserem Jurassic Park geebnet hat. Und das kann man nicht einfach so ausblenden, deswegen haben wir jetzt hier ein ganz klares 1:1. Aber mir graut schon davor, jetzt weiterzumachen. Folgendes, wie gesagt, der Tomaten-Tobi schmeißt ihn einfach mit Tomaten ab. Wenn ihr das Ganze gerade in der Live-Premiere seht, gebt mir gern Tomaten in den Chat, wenn ihr sagt, Tobi, Mann, nee. Wir gehen jetzt aber erstmal auf die nächste Kategorie ein, nämlich auf die Charaktere. Und hierbei schieben wir jetzt mal die Monster, die Dinosaurier beiseite und gucken uns erstmal die menschlichen Charaktere an. Der gesamte erste Godzilla-Film, naja, hat relativ austauschbare Charaktere. Ich glaube, das muss man wirklich sagen. Ja, um fair zu sein, der erste Godzilla-Film, dabei geht es auch nicht wirklich um die menschlichen Figuren. Das ist ja auch eine Sache, die sehr viele Godzilla-Fans den Hollywood-Filmen immer wieder ankreiden, dass die eben so sehr auf die Menschen setzen. Die schaffen es zwar auch nicht wirklich, interessante menschliche Figuren zu erschaffen, aber in den Godzilla-Filmen ging es noch nie wirklich um die Menschen. Die Menschheit war quasi nur dafür da, um, naja, das nochmal zu unterstreichen, was Godzilla, zumindest im allerersten Film, für einen Terror über die gesamte Welt bringt. Allerdings haben wir hier eine sehr interessante Figur im allerersten Godzilla-Film. Und das ist wirklich so eine Figur, deren Namen ihr euch auch merkt, wenn ihr den Film nur ein einziges Mal gesehen habt. Die Rede hierbei ist von Dr. Serizawa. Ich meine, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Verzeiht mir, wenn das nicht so sein sollte. Auf jeden Fall hat dieser Mann, das ist so ein bisschen der Oppenheimer des Godzilla-Universums. Ja, er erschafft eine Waffe, den sogenannten Oxygen Destroyer, mit dem man Godzilla vernichten könnte. Allerdings hat dieser Mann im gesamten Film einen gewissen Gewissenskonflikt. Es geht nämlich darum, dass er der Meinung ist, dass diese Waffe vielleicht zu mächtig wäre, um sie einzusetzen. Man fragt sich dann, naja, aber Godzilla ist ja quasi die Plage, die durch den Menschen erst wirklich zur Plage gemacht wurde, durch Radioaktivität und alles. Also würde es ja Sinn machen, diese Plage irgendwie zu vernichten. Der Film endet dann mit einem sehr schönen Satz, der ähnlich ging wie, naja, wir müssen eben jetzt aufpassen, dass der Oxygen Destroyer nicht die nächste große Bedrohung wird. Und das ist so eine krasse, ja, ein krasser Ausdruck in unsere Realität, dass man eine stärkere Waffe baut oder eine stärkere Bedrohung erschafft, um eine ältere Bedrohung zu vernichten und dabei vielleicht aus dem Auge lässt, dass die nächste Bedrohung vielleicht noch schlimmer werden könnte. Ich meine, Oppenheimer lässt grüßen, ja. Die Atombombe wurde damals geschaffen, um den Nazis Einhalt zu gebieten und dabei wurde aber nicht bedacht oder es wurde eher so zur Seite geschoben, dass man damit dann vielleicht die nächste größere Gefahr erschafft. Oder was heißt, es wurde ausgeblendet? Man hat eine nötige Gefahr erschaffen, um die aktuelle Gefahr zu eliminieren. Und Dr. Serizawa ist die perfekte Verkörperung von dieser Moral. Und ihr wisst, ich liebe Moral und finde das super schön. Diese Moral finden wir jetzt als Gegenstück aber auch in einem Jurassic Park Film bei einem Dr. John Hammond wieder. Ja, oder vielleicht auch eher bei Dr. Henry Wu. Und John Hammond ist ja eher noch in der Richtung bedacht, dass er eigentlich gar nicht dazu lernt und sogar noch zu Ellie Sattler sagt, ja, das nächste Mal machen wir diese Fehler eben nicht mehr, also er lernt nicht wirklich dazu. Was John Hammond aber macht im Film ist, er macht einen gewaltigen Charakterwandel mit durch. Und das haben die menschlichen Figuren in Jurassic Park, denen aus dem ersten Godzilla-Film, definitiv voraus. Dr. Ian Malcolm, naja, der fungiert von Anfang an so als ein Warnschild, der irgendwie, ja, immer sagt, das kann nicht wirklich funktionieren. Das Interessante an diesem Charakter ist im Film, dass er uns als Zuschauer auch immer wieder erklärt, warum das alles nicht funktionieren kann und wir aber trotzdem, genau wie unsere Protagonisten, vom Jurassic Park weiterhin begeistert sind und zwar so lange, bis dann irgendwann der T-Rex ausbricht und der gesamte Park, naja, den Bach runtergeht. Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Sattler verfolgen ebenfalls eine eigene Geschichte, die zum Teil mit Lex und Tim zu tun haben, wo dann sogar nochmal ganz kurz das Thema Feminismus angebracht wird, wesentlich angenehmer als in den meisten Filmen heutzutage, in welchem Dr. Ellie Sattler sich dann wirklich beweisen muss. Das sind so ganz viele schöne Sachen und diese generelle Moral, die wir als Zuschauer eben dann auch verspüren, dieses ganze Gespräch, dieses Gespräch beim Essen in diesem dunklen Raum mit diesen Präsentationen im Hintergrund, wo einfach alle Anwesenden irgendwelche Dinge sagen. Man versteht John Hammond auf der einen Seite, der auch sagt, ey, sollten wir etwa in Anbetracht dessen, was wir jetzt in Erfahrung gebracht haben, untätig bleiben? Und andere sagen, ja, weil die Gefahr wurde eben dabei ignoriert. Und dieser Satz von Dr. Ian Malcolm, die Wissenschaft war nur darauf bedacht, ob sie es schaffen können,
ob sie es tun sollten, die Frage hat sich keiner gestellt. Und da muss ich halt wirklich sagen, das Gesamtpaket dieser Moral verpackt sich besser in die heutige Zeit gesehen, als das, was Godzilla eben damals gemacht hat. Deswegen haben wir hier auf jeden Fall ganz klar noch einen Punkt für Jurassic Park. Kommen wir nun zum Punkt Atmosphäre. Und soll ich jetzt hier wirklich auf die Länge ziehen? Ich glaube, wir machen das einfach mal ganz knapp. Das Thema Atmosphäre, den Punkt für Atmosphäre bekommt definitiv der allererste Godzilla-Film. Und ja, ey, jetzt mögen sehr viele sagen, bah, nee, das kann ich mir nicht angucken, das ist ja alles in Schwarz-Weiß und das kann die Atmosphäre doch gar nicht so toll machen. Genau das ist aber hier der Punkt. Der erste Godzilla-Film hat durch seinen Schwarz-Weiß-Look einen extrem realistischen Effekt. Ich meine jetzt wirklich, wenn wir uns mal ganz kurz so Bilder hier angucken, die wir alle wahrscheinlich kennen aus Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg und dabei jetzt vielleicht gar nicht merken, dass diese Bilder hier gar nicht aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Das sind Aufnahmen aus dem allerersten Godzilla. Film und ja, die ähneln nicht ohne Grund dokumentierten Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg, die oftmals eben auch in Schwarz-Weiß wiedergegeben werden. Der Film ist einfach eine Anleihe an das Chaos, an den Terror, der durch eine Atommacht oder eben eine Atomwaffe symbolisiert werden kann. Deswegen wird hier quasi auch dann eine Nachkriegszeit nachgestellt. Quasi eine Zeit, nachdem die Atombombe gefallen wäre. Ja, Godzilla symbolisiert eben die Angst vor dieser Atommacht. Und ich finde, das kommt bei diesem Film einfach nur extrem genial rüber. Und warum bekommt dieser Film jetzt den Punkt und Jurassic Park nicht? Weil ich wirklich sagen muss, dass man am Ende vom ersten Godzilla-Film keinen Moment dran denkt, aber eigentlich war Godzilla doch ganz geil. Eigentlich war das doch ganz cool, was der gemacht hat. Man ist sich von Anfang an einig, dass Godzilla eine Gefahr darstellt, die durch den Menschen geschaffen wurde. Ja, ähnlich wie auch bei Jurassic Park. Bei Jurassic Park allerdings kommt dieses Feeling der Faszination immer wieder auf. Und ja, die Gefahr ist natürlich auch da. Die Atmosphäre vom ersten Jurassic Park ist unbeschreiblich super. Wenn ich aber beide Filme miteinander vergleichen müsste, würde ich sagen, dass der Effekt, den der Film auslösen möchte, bei Godzilla bei mir eher hängen bleibt als der bei Jurassic Park. Weil bei Jurassic Park fliegen sie am Ende weg und ich denke mir, war trotzdem geil, Dinosaurier zu sehen. Bei Godzilla 1 denke ich mir nur, ey, ich krieg diese Bilder nicht aus dem Kopf, wo dann später die Leute mit diesen Messgeräten an Kindern vorbeilaufen und eben gucken, ob die radioaktiv verseucht sind. Auf einmal schlägt dieses Ding voll an und du weißt, ja, die Kinder sind einfach radioaktiv verseucht. Dieser ganze Film lässt so einen bitteren Nachgeschmack zurück und eben noch ein Ende, wo es dann eben heißt, naja, jetzt haben wir halt den Oxygen Destroyer eingesetzt, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass das nicht noch die nächste Bedrohung wird. Und dann ist der Film einfach mal fertig, während Jurassic Park quasi ein versöhnliches, schönes Ende hat. Ein wundervoller Film, eine wundervolle Spielberg-Magie. Von der reinen Ausdrucksweise, von der reinen Atmosphäre her, muss ich sagen, ist Godzilla auf jeden Fall ein bisschen weiter vorne. Deswegen geht dieser Punkt auf jeden Fall an Godzilla. Dann vergeben wir einfach gerade nochmal 2 Punkte an beide Franchises, weil einfach beide Filme geil sind. Schauen wir uns jetzt nochmal zum Abschluss und vielleicht fehlen hier noch ein paar Sachen, die man wirklich noch betrachten sollte bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, dass das jetzt hier ein Punkt ist, bei dem man wirklich abschließend ein finales Fazit ziehen könnte. Beziehungsweise ich... So, haben wir jetzt Gleichstand? Ich habe gerade die Punkte überhaupt nicht mehr im Kopf, aber hier oben werden sie eingeblendet sein. Ich meine, wir haben jetzt sogar Gleichstand bei beiden Filmen. Das heißt, wir schauen uns jetzt nochmal den letzten Beitrag, die letzte Kategorie an und schaut mal wirklich, welcher von beiden Filmen jetzt von meiner Warte aus, einfach nur von meiner Warte aus, ganz subjektiv gesehen, der bessere Film ist. Schauen wir uns einfach mal die popkulturellen Auswirkungen beider Filme an. Und ja, vielleicht kann man jetzt hier schon wieder die erste Tomate nach mir schmeißen. Aber wir müssen hier einfach ganz klar festhalten, und damit hätten wir auch den Sieger dieses Videos, dass Godzilla für die Popkultur an sich wesentlich wichtiger ist und wesentlich bekannter ist als das ganze Jurassic-Franchise an sich. Godzilla hat nicht einfach nur sehr viele Wege geebnet, hat sehr viele Türen geöffnet für nicht nur Jurassic Park, es gibt auch noch zahlreiche andere Beispiele. Godzilla weist natürlich auch wegen seiner Masse an Filmen ebenfalls eine wesentlich größere Fanbase auf als die gesamte Jurassic Park-Reihe. Ich hoffe, das verändert sich eines Tages nochmal, wenn das Jurassic-Universum jetzt wirklich auftaucht. Ich will jetzt hier kein Vergleich haben. Jurassic Park muss jetzt mehr Fans haben als als Godzilla. Trotzdem finde ich auch, dass Jurassic Park noch so ein bisschen untergeht unter diesen ganzen gigantischen Franchises wie Star Wars oder auch Marvel. Und dazu gehört auch Godzilla. Das merken wir jetzt hier in Deutschland oder generell in Europa vielleicht gar nicht mal so stark, aber auch wir bekommen das immer wieder mit. Es gibt so viele Filme,
die einfach nur kleine Anleihungen der Godzilla-Filme haben. Nochmal auf Kong zurückzukommen, den geht es jetzt hier zwar nicht in diesem Video, aber diese ganzen alten Kaiju-Filme haben so unfassbar viel für das Kino gemacht und sind einfach immer noch so aktiv im Hintergrund, in den Köpfen von vielen Regisseuren und begleiten auch weiterhin das Jurassic-Franchise. Das dürfen wir nicht vergessen. Sogar Colin Trevorrow hat ja in Jurassic World Dominion versucht, eine Godzilla-Anleihung mit dem Giganotosaurus zu erwirken, indem Jeff Goldblum dem Giga dieses brennende Stück Holz ins Maul gefeuert hat und er auf einmal angefangen hat, Feuer zu spucken. Auch das war wieder eine Referenz an Godzilla. Und es mag für mich vielleicht einfach auch nur so rüberkommen. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Aber ich bin der Meinung, dass Godzilla einfach generell in der gesamten Welt des Films oder auch der Spiele wesentlich präsenter ist als die Jurassic Park oder eben auch Jurassic World Reihe. Hier muss man aber auch wirklich dazu noch sagen, ja, Godzilla hat natürlich eine ganze Reihe von Filmen mehr als jetzt hier zum Beispiel Jurassic Park oder eben auch Jurassic World. Da sind wir ja mehr oder weniger auf 6 Filme reduziert, während die gesamte Godzilla-Reihe, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es da inzwischen davon gibt. Noch dazu haben wir auch dann die Abspaltung zwischen der japanischen Variante von Godzilla, die jetzt auch weiter fortgeführt wird mit Godzilla Minus One, was auch wahrscheinlich nicht der letzte Film sein wird, den wir in nächster Zeit bekommen werden aus dem Hause Toho und eben auch noch in Hollywood-Richtung. Das heißt, das gesamte Franchise ist eben wesentlich größer und wesentlich präsenter in unserer heutigen Popkultur als das Thema Jurassic Park und auch Jurassic World. In diesem Sinne muss ich hier sagen, ja, dass Godzilla, wenn man diese Aspekte jetzt erstmal berücksichtigt, hier definitiv diesen Kampf gewonnen hat. Man könnte noch ein paar Punkte mit dazu nehmen und sagen, naja, Jurassic Park hat aber wesentlich besseres CGI oder generell erstmal CGI wirklich auf den Weg gebracht. Ja, aber eben auch nur aufgrund von Godzilla. Ich finde, da ist immer sehr schwierig, die Technik der damaligen Zeit mit Technik der heutigen Zeit zu vergleichen, weil dann gewinnt natürlich das Neuere meistens. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach ein paar Punkte rausgesucht, wo man diesen Aspekt vielleicht ein bisschen zurückziehen kann. Und im Endeffekt sind einfach beide Filme extrem genial. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das hier super geile Filme sind, dass wir zwei super geile Franchises haben und die werden beide fortgesetzt. Godzilla schon dieses Jahr, zum einen mit Godzilla Minus, der Ende des Jahres wohl in den amerikanischen Kinos laufen soll. Wie das bei uns ist, weiß ich noch nicht. Das Monsterverse wird weiter fortgesetzt. Wir bekommen eine Apple TV Plus Godzilla Serie und die erste neue Jurassic World Serie wird auf Netflix 2025 starten und dann damit auch wieder tiefer in die nächste Jurassic Park oder Jurassic Era reingehen, wie auch immer die neuen Filme heißen werden. Die werden weder Jurassic Park noch Jurassic World heißen. Aber diese beiden genialen Franchises gehen einfach weiter und ich glaube, da können wir uns nur als Fans beider Franchises die Hand geben und ey, das Ganze einfach genießen. Ich habe wirklich Bock drauf, ich bin wirklich gespannt, wie es mit beiden Franchises weitergeht. Und wer weiß, vielleicht mache ich so ein Video nochmal, wenn Jurassic generell ein bisschen größer geworden ist. Mal gucken, was diese Filme noch für einen Einfluss für die Popkultur haben in naher Zukunft. Es wird natürlich wesentlich schwerer werden für die Jurassic-Filme als für Godzilla, weil das damals eben noch alles neu war. Heutzutage, man kennt es, ist man so ein bisschen müde von dem ganzen schönen CGI, aber es ist eben einfach zu viel. Müssen wir eben mal abwarten. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt. Schreib mir jetzt mal deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Welchen der beiden Filme findest du besser? Kannst du meine Entscheidung dabei irgendwie nachvollziehen? Ist das objektiv genug? Und ey, um das Ganze nochmal abzuschließen, ich bin trotzdem immer noch ein größerer Fan von Jurassic Park als von Godzilla, aber muss eben sagen, objektiv gesehen ist das meiner Meinung nach so. Objektiv gesehen ist das meiner Meinung nach so. Ja, wir beenden das einfach mal mit diesem schlauen Satz und ich würde sagen, ihr schreibt mir jetzt eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.